herzlich willkommen zur nächsten Folge von Perfect World. Ja, ich müsste auch langsam mal wieder hier einige Folgen aufnehmen. Und da ich ja, wie ich schon in den letzten Neverwinter-Folgen erwähnt habe, mir einfach die Zeit totschlagen muss, weil ich einfach bis mindestens 5 Uhr wach bleiben muss, weil Nachtdienstvorbereitung und so weiter, werde ich jetzt einfach mal hier weitermachen. Ein normaler Arzt heilt eine Krankheit, ein guter Arzt heilt eine Person und ein außergewöhnlicher Arzt heilt die Welt. Im Osten des Verstecks des Trunkenboldaffen liegt die Straße, die zum Wolkenstaat führt. Ich will auch so ein verdammtes Reittier haben, Mann! Seit kurzem machen sich dort Monster breit, die von der Aura des Trunkenboldaffen verdorben wurden. Vernichtet diese Monster, um die Sicherheit der Straße zu gewährleisten und sprecht dann mit Farbenmaske im Wolkenstaat. Kein Problem, es liegt hier auf dem Weg. Ja, klar, kein Ding. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber wir machen einfach mal. Was ist das hier? Tägliches Ereignis, Instanz, Spielereignis. Ach, das ist das wahrscheinlich, ne? Arthur 2000 Strom, bla bla. Ist mir Wurst. Ah, ich bin fast Level 9. Jung, hallo? Ich möchte gerne. Ah, jetzt. Okay, dankeschön. Es hing gerade ein wenig. Ich muss auch immer so ein bisschen mit auf die Zeit achten hier. Weil ich mir dieses Mal keinen Timer gestellt habe. Ich spiele im Fenstermodus und gucke hin und wieder mal. Hier haben wir schon diese komischen Leoparden. Gucke hin und wieder mal, wie wie spät es ist. Ich habe heute irgendwie so ein bisschen Ausspracheprobleme. Es tut mir leid. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, woran das liegt. Anscheinend daran, dass es spät ist. Ich bin mir sicher, dass es daran liegt, dass es spät ist. Man ist einfach um 3 Uhr morgens nicht mehr so gesprächig, wie man es tagsüber normal ist. Ich glaube, ich brauche nur 3 Stück davon zu töten? Das lohnt sich ja gar nicht. Warum muss ich das denn machen? Wenn wir nicht 10 davon töten müsste, wäre es sinnvoll, aber gar nicht bei 3. Naja, gut. Grüne Fragmente. So, mit Farben. Halt, stopp, halt. Münzen einsammeln. Los. Mit Farbenmaske sprechen. Irgendwie ist das ein komischer Name. Farbenmaske. Schistal. Ja, danke. Ich bin mit dem neuen Interface irgendwie noch nicht so ganz vertraut, muss ich zugeben. Und ich bin mir auch irgendwie nicht so ganz sicher. Gottes Auge. Nice. Bin ich jetzt eigentlich schon in Perfect World oder nicht? Nein, ich bin immer noch im Anfangsgebiet, richtig? Man ist sich unsicher. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt in diesem Gebiet hier verweilen muss. Oder ist das einfach nur... Nee, oder? Das ist irgendwie das Anfangsgebiet. Das ist ja hier nicht Perfect World. Das kann mir ja keiner erzählen. Ja. Oh, das sieht gefährlich aus, das Teil. Was auch immer es war. Es war in Schatten gehüllt. Ja, ich fände es schön, wenn ich ein bisschen Lorelei. Ich ein bisschen irgendwie Lorelei, ne? Ich fände es ja schön, wenn ich ein bisschen schneller wäre. Und dann sichere Zone betreten, verlassen, betreten. Jade-Eichhörnchen. Das ist ja schon niedlich. So, wo bist du jetzt? Da hinten bist du. Mit dir muss ich quatschen. Bin ich Level 9, dann kann ich auch hier bei dem komischen Mangmang sprechen. Hi. Oh, du bist eine Sie. Oh, ihr seid ja noch so jung. Oh, dankeschön. Ich hätte mir nie ausgemalt, dass unser großer Held und Retter so jung wäre. Wundervoll. Aber ich werde ja ganz rot. So lecker. Ach, keine Ahnung. Wir haben geprüft, wie eine boshafte Präsenz erwachte. Gespürt, wie eine boshafte Präsenz erwachte. Herzzeichen und ich sind hier. Herzzeichen? Oh Gott, was sind das für Namen? Sind hier, um dem auf den Grund zu gehen. Das Böse bannen. Der Trunkenboldaffe hielt sich so lange in dieser Welt auf, dass sein dunkler Einfluss noch für lange Zeit spürbar sein wird. Wir müssen eine spezielle Methode verwenden, um diesen vollständig zu bannen. Nehmt diesen Kristall, um alle Wraith, die ihr dort vorfindet, unschädlich zu machen. Klingt gut. Mache ich. Schön. Wraith.
Bosheitsresistenter Kristall. Okay. Was mache ich mit diesem komischen Kristall? Oder er schützt. Der schützt mich bestimmt davor. Ach nee, das benötigt der Gegenstand. Okay. Wraith? Also ich musste diese Wraith noch nie direkt bekämpfen. Das waren immer nur so, so Events, wo man die bekämpfen musste. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wer diese Wraith überhaupt sind. Und was die genau tun. Ich weiß nur, dass irgendwie. Ach, das sind. Sind die das? Hier diese komischen Kreaturen? Da, die, da? Nein. Hä? Nee. Muss ich das benutzen? Macht das irgendeinen Sinn? Ich kann mir gut vorstellen, dass das diese dunklen Gestalten hier sind, aber wie soll ich denn. Ich kann doch nicht. Hä? Bus. Dings. Hä? Benötigter Gegenstand. Hä? Moment, ich muss mal ganz kurz durchlesen, was ich hier eigentlich genau tun muss. So. Man muss ein gutes Auge haben, um sie zu entdecken. Besiege drei Wraith. Nutzt den Kristall, den Farbenmaske euch gab, und bannt das Böse. Und wie nutze ich den? Dem ich ihn mal. Wo ist der denn? Ist der das? Kann ich den so und rechtsklick? So? Da? Gegenstand kann nicht verwendet werden. Das ist aber blöd. Ich soll den aber doch verwenden. Kann ich einfach irgendwie so ins Nichts schlagen jetzt? Ich brauche doch ein Ziel. Ja, ich brauche ein Ziel. Aber ich kann den nicht anvisieren. Was mache ich denn jetzt? Ergibt irgendwie wenig Sinn. Hä? Ich kann das ab. Das zum. Kann ich die abbauen? Als wenn das irgendein Rohstoff wäre. Tatsache. Also ich kann die einfach einsammeln. Wie so ein Blümchen pflücken. Sammle ich die Wraith einfach ein. So, Punkt. Das sind ziemlich gefährliche Blümchen. Und ziemlich brutale. Ich habe auch noch nie Blumen gesehen, die schwarz sind. Außer sie sind einfach komplett kaputt. Gut, bei mir sind die Blumen eigentlich grundsätzlich kaputt, deswegen habe ich schon mehrere davon gesehen, aber was zum Henker. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich diesen komischen Kristall jetzt im Inventar hatte. Aber offensichtlich habe ich die Quest beendet. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt genau getan habe. Irgendwie finde ich, diese Quests sind absolut unnötig. Ich fände es besser, wenn ich einfach direkt irgendwie nach Perfect World jetzt könnte. Wenn ich. Das fand ich. Wenn ihr euch, ohne dass ich jetzt irgendwie groß Werbung machen möchte, wenn ihr auf meinem Kanal geht, findet ihr mein Perfect World Remake, das ich zusammen mit Passars und Ekalabia gemacht habe. Da könnt ihr dann sehen, dass da auch schon ein neues Anfangsgebiet war. Also ein anderes, als ich es in meinem Singleplayer damals hatte. Und da war das Tutorial quasi, das einem ganz genau gezeigt wurde, was man wann bekommt, wofür man es bekommt, und es wurde einem halt auch erklärt, warum man das bekommt und wieso. Wisst ihr, man hat halt ein Tutorial gehabt, so ein richtiges. Das fand ich richtig klasse. Ich war keine Ahnung, warum man das jetzt wieder geändert hat. Ich finde es irgendwie. Oh, nice. Ich finde es irgendwie dumm, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es total blöd. Aber ja gut, erstmal Quest abgeben. Auch wenn dieser Auftrag etwas lästig ist, irgendjemand muss ihn einfach übernehmen. Es ist notwendig, ich verstehe. Dankeschön. Ich bin ein Level aufgestiegen. Jetzt kann ich zum Mangmang gehen. Und offensichtlich hat die auch keine Quest mehr für mich, deswegen gehe ich jetzt einfach zu ihm. Ist der hier zufällig in der Nähe irgendwo? Ich glaube, der ist hier auch in der Nähe. Da hinten ist er. Juhu! Kartenmeister, Straßenkünstler, Tölpelkind. Ist ja nett. Hi, geistige Bildung bitte. Meine Heimat ist so grün, wie jeder Ort in dieser Welt. Doch nun lebe ich im Reich der Ideen. Ein Ort so leer wie das Universum. Wer kann diese Misere mit mir teilen? Wer kann die Last solch einer Person und des Schicksals seiner Wahrheit verstehen? Ich habe keine Ahnung, von du redest, mein Freund, aber es ist egal. Ich kann euch nicht zu viel erzählen. Was?
Ich kann euch nicht zu viel erzählen, doch da ihr etwas von dem versteht, was ich singe, kann ich euch sagen, dass ich über das Leben der Himmlischen singe. Gewöhnliche Leute können diese Wesen nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Was zum Henker soll das? Welche Vorteile bringt mir das Dasein im Himmel als Himmlische? Himmlische profitieren von vielen großartigen Vorteilen. Verbesserte Konstitution, himmlische Fähigkeiten, unerforschte Instanzen, göttliche Waffen und neue, unvorstellbare Fallen. Okay, darf ich mir jetzt eins aussuchen? Erklärt er mir darüber was oder wie soll das funktionieren? Himmlische Fähigkeiten, sag mal, was ist das? Jedes Attribut eines Himmlischen erhöht sich in großem Maße. Wenn ihr zu einem Himmlischen werdet, habt ihr auch viele Möglichkeiten, verschiedenste Bücher des Wissens zu erhalten. Nachdem ihr auch aus diesen Büchern gelernt habt, erhaltet ihr verschiedenste Zauber der Himmlischen, einschließlich den Zaubern Unsichtbarkeit, Wand durchbrechen, Goldstein, Alchemie und anderen. Natürlich wird nicht jeder Himmlische die Gelegenheit haben, all diese verschiedenen himmlischen Zauber zu erlernen. Man muss das Glück haben, diese Bücher des Wissens zu finden. Himmlischen Zauber können Freunden gelehrt werden. Allerdings fällt euer Bildungslevel jedes Mal, wenn ihr andere etwas lehrt. Coole Sache. Ich denke, ich möchte mehr allein herausfinden. Verbesserte Konstitution. Nachdem man ein Himmlischer geworden ist, erhält man einen völlig neuen Körper. Er könnte die Gestalt von 3 Köpfen und 6 Händen annehmen oder die mit 1000 Augen und 1000 Händen. Wirklich alles. Die Erscheinungsformen sind alle willkürlich, aber jede hat ihre eigenen verblüffenden Funktionen. Dennoch werden die wahren Formen selbst selten benutzt, da die meisten Himmlischen ihre ursprüngliche Erscheinung beibehalten, um sich zu tarnen, während sie in der Welt der Nicht-Eingeweihten weilen. Keine Ahnung. Unerforschte Instanzen? Okay. Nachdem ihr ein Himmlischer geworden seid, werdet ihr zu all den legendären Instanzen reisen können, wo ihr auf Schätze, arkane Bücher und heilige Bestien treffen werdet. Diese Instanzen sind alle Kollisionspunkte der Auren des Himmels und der Erde. Deshalb sind sie stets gut bewacht. Okay. Und göttliche Waffen, unvorstellbare Feinde. Neben den Verwendungen heiligen Zubehörs können himmlische auch magische Waffen wie Schwerter, Spiegel, Markenfächer, Schirme, Steine und Lyriken führen. Sie können gar bestimmte göttliche Bestien mit bemerkenswerten Talenten ausbilden, um ihre Kampftechniken zu verbessern. Ich finde das hier sehr geil eigentlich. Ich finde das sehr cool. Eure Bildung ist noch etwas zu niedrig. Ihr solltet im Perfect World erst etwas Erfahrung sammeln. Erst wenn ihr die Stufe Leere Bewusstsein überwunden habt, könnt ihr das Himmelsdasein erleben. Heißt das, ich muss jetzt... Ach so! Ach scheiße! Ich bin gar nicht auf Quests gewesen. Ja super, okay, es hat er mir jede Menge Scheiß erklärt und eigentlich wollte ich nur meine Quest abgeben. Mein, ein bisschen Fortschritt. Besucht man, keine Ahnung, ich nehme mal ein bisschen Fortschritt. Endlich seid ihr da, Krieger. Die Götter haben es als richtig angesehen, euch als einen der Schicksalshaften auszuwählen. Aber ich bin mir der Sache nicht so sicher. Ich kann sehen, dass ihr seit dem Beginn eures Trainings bereits große Fortschritte gemacht habt, aber... Euer wahrer Weg beginnt gerade erst. Wenn ihr eine Reihe von Prüfungen absolvieren könnt, die von eurer Rasse vorbereitet wurden, dann soll euch der Weg zu eurer eigenen Legende wahrhaftig offen stehen. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Bringt diesen Brief zu Taoist Soul Ferry. Er lebt in einer kleinen Ortschaft südlich des Wasserwolkenflusses. Er wird euch auf eurem Pfad leiten. Okay, du hast aber noch eine Quest für uns. Endlich seid ihr da. Seid ihr bereit? Klar, immer. Wofür? Okay, ja, das war jetzt sehr aufschlussreich. Ja, das war jetzt sehr viel Leserei. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Ich gucke jetzt mal noch. Wartet, wo ist der eigentlich? Oh, scheiße. Siegelpalast, Wasserwolkenfluss. Okay, ich muss einmal durch den Fluss durch und dann dahin und ja, ich würde sagen, die Zeit nehme ich mir noch. Oh, es ist so schön. Es ist so wunderschön. Ich liebe diese Lichteffekte. Ich liebe überhaupt die Grafik in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe das schon 100.000 Mal erwähnt, aber es ist mir jetzt egal. Ich kann einfach nur immer wieder betonen, wie klasse ich dieses Spiel einfach gemacht finde.
finde die Schwimmbewegungen von der neuen Rasse übrigens sehr, sehr cool. Sehr schön, ich komme hier hoch. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Musik halt immer dieselbe ist. Ich meine, es gibt zwar natürlich in den verschiedenen Gebieten auch verschiedene Musik, aber irgendwie hat man sie einfach, nachdem man das Spiel jetzt schon 3 Jahre spielt, alle durchgehört und kann sie irgendwann auch nicht mehr hören. Mang Mang der Taoist hat euch in seinem Brief hochgelobt. Oh, ist das geil. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Als wenn die Bäume sich wirklich bewegen und die Sonne hin und wieder so durchlassen würden. Das ist so geil. Er sagt, dass ihr mutig und willig seid. Ich bin willig. Jedoch auch Mitgefühl und Respekt für alles Leben habt. Ihr seid ein herausragender Krieger. Ich bin eine Kriegerin, ich bitte dich. Und euch steht eine vielversprechende Zukunft bevor. Mit angemessener Führung werdet ihr es in dieser Welt weit bringen. Bitte gebt mir mehr Anweisungen. Wundervoll. Die uralten Geheimnisse von Perfect World wurden offenbart. Wir waren in der Lage, mehr zu sehen, zu erfahren und zu lernen. Zur selben Zeit wurden die Beziehungen zwischen den Kräften komplizierter. Licht und Schatten verschmelzen. Die himmlischen und die Dämonen leben nun nahe beieinander und die Grenze zwischen ihnen war noch nie so unklar. Es ist eine komplizierte Welt. Der Weg des Kriegers hat eine nahezu unendliche Anzahl an Wegen. Die Angelegenheiten und unterschiedlichsten Rassen vermischen sich und es tauchen ständig neue Gegner auf. Ein Krieger kann nur seinem Herzen folgen, wenn er sich diesen Herausforderungen stellt. Selbstverständlich, was soll ich tun? Ihr könnt damit beginnen, die Seelen zu suchen, um Führung zu finden. Ihr habt eine unglaubliche Verbindung zu den Seelen, denen ihr in dieser Welt begegnet. Je mehr Seelen ihr begegnet, je mehr ihr von ihnen lernt, desto mehr wächst euer Verständnis. Und bevor ihr euch verseht, werdet ihr den Kultivierungslevel eines geistlichen Adepten erreicht haben. Eure Fähigkeit wird euch auf mehr Arten helfen, als ihr euch derzeit vorstellen könnt. Ich verstehe jedoch immer noch nicht, was ich tun soll. Im Osten von Stadt Lorway lebt eine bestimmte Kranichart. Es sind Kreaturen mit mächtiger spiritueller Energie. Inuema könnte euch helfen, das nächste Kultivierungslevel zu vollbringen. Holt euch einige Inuema. Doch denkt daran, dies ist weit mehr als nur gedankenloses Töten. Ich muss sie also tatsächlich töten. Warum kann ich mir die Energie von diesen Tieren nur holen, indem ich sie töte? Das ist irgendwie unsinnig. Naja, was soll's. Ich muss den Part an dieser Stelle auch mal wieder beenden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt die Welt hier genauso gut. Oh mein Gott, ich finde das so schön. Ja, im Moment passiert leider noch nicht sehr viel, dadurch, dass ich immer noch nicht in Perfect World gelandet bin. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch in diesem Gebiet verweile. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und verfolgt dieses Let's Play weiterhin. Mein Angebot gilt, by the way, immer noch. Wer gerne mitspielen möchte, kann das gerne tun. Meldet euch einfach bei mir und ihr könnt gerne mit einsteigen. Ansonsten schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wünschte Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!